Hallihallo Freunde, heute geht's weiter mit unserem Kleingarten. Und zwar ist es so, dass ich ja jetzt gut zu tun hatte mit dem eBay-Projekt. Allerdings soll das hier natürlich auch weitergehen. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit dem Gartenhaus, das war ja kostenlos. Deswegen haben wir da so ein paar Löcher noch drin. Da haben wir uns jetzt Bretter besorgt. Die werden wir quasi hinten auf der anderen Seite wieder verbauen, damit die Löcher wieder zu sind. Alles ein bisschen neu machen, neue Dachpappe drauf. Und dann haben wir damit auch auf jeden Fall ein Stückchen geschafft. Dann muss hier noch die Pforte fertig gemacht werden, weil wir tragen momentan immer noch das Zaunelement immer hin und her. Aber das seht ihr sowieso alles im Folgenden. Also viel Spaß. Neue Dachlatten darauf gepackt. Die haben wir extra etwas länger gelassen, beziehungsweise wir haben extra lange gekauft, damit wir hier so einen Überstand generieren. Denn da möchte ich gerne unsere Fahrräder hinstellen. Und hier sieht das jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber das werden wir auf jeden Fall nochmal anders machen, damit der Zaun dann ein bisschen weiter nach außen geht. Und ja, wir haben jetzt leider Mittagsruhe. Wir waren gerade dabei, die Dachpappe drauf zu machen. Aber die Zeit werden wir jetzt nutzen und werden nochmal zum Baumarkt fahren. Jetzt sind wir außen mit dem Gartenhaus fertig und das nächste Thema ist unsere Gartenpforte. Und zwar bisher schleppen wir dieses Teil immer hin und her. Das sind zwei Zaunelemente aneinander gebunden und das wollen wir natürlich ändern. Und wir wollen das Ganze aufklappbar machen wie eine richtige Pforte, nur das Ganze ist natürlich ein bisschen groß. Und jetzt kommt der Moment, wo ich wieder so eine Situation baue ich das selber oder kaufe ich es einfach fertig? Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und zwar folgendes, ich habe hier so ein Rädchen gesucht bzw. auch gefunden, allerdings finde ich das Rad hier ein bisschen klein, ein bisschen schmal, ich habe Angst, dass sich das so ein bisschen in den Boden einfrisst, allerdings habe ich jetzt doch gesagt, ich glaube das Teil hat 11 Euro gekostet, das verlinke ich euch unten auch mal, das habe ich bei Amazon bestellt, das federt quasi mit ein, das heißt es wird auch so ein bisschen die Erdunebenheiten wegfedern, zumindest hoffe ich das. Und falls dieses Rad ein bisschen zu schmal ist, werde ich mir hier selber einfach ein größeres Rad bauen und hoffe, dass dann unser Tor relativ einfach aufzuschieben ist. Also fangen wir mal an. Wir haben jetzt dieses schöne Rad hier vorne dran befestigt. Das war angegeben, glaube ich, mit 55 oder 57 Kilo Stützlast.
Und das Ganze funktioniert irgendwie nicht so wie geplant. Muss man sich ja auch mal eingestehen. Die Feder wird einfach nur runtergedrückt von der Pforte, weil die halt einfach zu schwer ist. Wahrscheinlich auch wegen dem langen Hebel, ist klar. Zudem ist es so, dass die Pforte, weil die ja so lang ist auf das Stück, die ist ja 3,60 Meter, glaube ich, jetzt lang, wiegt die sich halt extrem durch. Gerade wenn sie dann ganz offen steht, fällt sie quasi fast um. Tut sie natürlich nicht, weil sie hinten an den Scharnieren hängt, aber so wollen wir das Ganze nicht haben. Erstmal sieht es nicht schön aus und zweitens belastet das natürlich immer das ganze Material. Wir versuchen jetzt mal was anderes. Falls ihr noch eine Idee habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Man könnte natürlich jetzt zwei oder drei Räder ranmachen und auf der linke und rechte Seite, aber ganz ehrlich, wie sieht das denn nachher aus? Muss ich ehrlich sagen, dass mir das nicht so gut gefallen würde. Wir probieren jetzt was anderes und schauen mal, ob das funktioniert. Okay. Jetzt müssen wir einen Ticken anheben. Hier natürlich den Strauch noch ein bisschen wegmachen und so. Ja. Unsere nächste Idee funktioniert wesentlich besser als vorher, das nur mit dem Rad. Und zwar haben wir jetzt einfach nochmal einen Balken genommen, wie diese Stützpfeiler, die wir von dem Zaun haben, und haben den von hinten gegengespackst. Relativ einfach. So können wir nämlich das Tor jetzt einfach einen Ticken anheben. Wirklich brauchst du nur einen Zentimeter anheben, ist auch relativ leicht. Also das schafft, glaube ich, jeder. Und dann kannst du das so bewegen, kannst es abstellen und es ist nicht so schräg und es verwindet sich nicht so doll wie nur mit dem Rad. Also ich denke, die Lösung gefällt uns wesentlich besser. Wie gesagt, falls ihr Ideen habt, schreibt es gerne rein. Jetzt müssen wir nur noch ein Problem beheben. Und zwar sind wir jetzt einfach mal nach vorne gegangen. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Sanitärhaus gehen oder sowas. Dann ist Nala halt gerne mal rübergehüpft über den Zaun vorher. Und wir dachten, dadurch, dass wir ihn so hochgehängt haben, reicht es aus. Aber tatsächlich ist es nicht so. Also Nala kommt hier ohne Probleme drüber. Das werden wir jetzt nochmal beheben. Und dann hoffentlich sind wir ein bisschen sicher, dass Nala auch auf dem Grundstück bleibt. Wir versuchen ihr das natürlich auch beizubringen, dass sie auf dem Grundstück bleibt, aber sie ist so fixiert auf uns, weil sie ja 24 Stunden lang mit uns zusammen war auf dem Trip und so weiter, dass wir da halt so ein bisschen Schwierigkeit haben, sie daran zu gewöhnen, dass sie alleine ist. Im Auto macht sie das schon sehr, sehr gut, beziehungsweise zu Hause macht sie schon sehr, sehr gut, aber eben wenn sie frei ist, dann versucht sie immer hinterherzukommen. Man sieht es ja auch, sie ist immer bei uns, ist natürlich auch irgendwo schön, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache, die wir vielleicht noch in Angriff nehmen müssen, damit sie halt eben nicht zum Beispiel über Zäune springt oder uns immer hinterherläuft. Ich glaube, bisher klang das irgendwie so, als wären wir nicht so zufrieden mit der ganzen Sache. Also auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem ganzen Tor jetzt so. Viel, viel besser natürlich, als es immer wegzutragen und beiseite zu schieben. Und jetzt mal grundlegend, warum machen wir das überhaupt so mit diesem großen Tor? Es ist nämlich so, wenn wir mit Fridolin jetzt rausfahren wollen, was wir ja des Öfteren machen, dann muss das Tor ganz weg und kann nicht auf zwei Seiten aufgeklappt werden, weil wenn hier jetzt eine aufgeklappte Seite wäre, was natürlich viel einfacher wäre vom Prinzip her und vom praktischen Sachen her, dann kommen wir hier leider aus unserer Kehre nicht mehr raus, weil dann wäre diese Pfortenseite im Weg, weil Fridolin eben so lang ist und so groß ist, würden wir dann hier nicht mehr rauskommen. Also nur mal so für die Leute, die jetzt sagen, warum macht ihr nicht zwei Teile daraus, was es ja eigentlich auch sind. Wir haben die ja nur miteinander verbunden hier, wie man sieht, mit großen Lattungen. Aber das geht eben nicht, weil wir dann platztechnisch nicht mehr hinkommen würden. Zu guter Letzt soll das Gartenhaus von innen nochmal ein bisschen aufgemöbelt werden. Und zwar steht jetzt momentan hier gefühlt alles irgendwie nur rum, was denn so über war und was man hier reingeschmissen hat. Das soll auf jeden Fall nicht so bleiben. Ich möchte so ein kleines Regalsystem hier einbauen, also ein, zwei Ebenen, nichts Großes. Dann möchte ich hier noch ein bisschen Licht reinbringen. Dazu ganz wichtig, gleich in den folgenden Szenen werdet ihr so ein bisschen sehen, wie ich auch 230 Volt hier verkabel. Wer sich damit nicht auskennt, der macht das bitte nicht nach. Es ist keine Videoanleitung. Ich habe Elektriker gelernt. Kriegt das also relativ gut hin, würde ich mal sagen. Und dann haben wir hier auch ein bisschen Licht drin, sodass wir einfach hier so ein bisschen unwichtige Sachen und was wir so über haben, einfach hier einsortieren können, beziehungsweise hier auch lagern können, weil es ja einfach unsere Base ist. So. Ja, ansonsten geht es jetzt einfach mal los. Wir müssen den Boden noch ein bisschen reparieren und dann kommen hier so ein bisschen Regale rein. Aber das seht ihr dann auf jeden Fall im Folgenden.
bin jetzt fertig mit dem Gartenhausinneren. Alles ist natürlich recycelt, also alles sind Reste, die wir hatten. Hier liegt sogar noch eine kleine Platte, die werden wir wahrscheinlich noch auf die andere Seite anbauen. Da hatte ich aber nicht genug Latten, da müsste ich jetzt noch was kaufen. Schaffe ich bis diesen Sonntag aber nicht. Das heißt, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wir haben cooles Licht hier oben, so ein Panel. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Und ansonsten haben wir mehrfach Steckdosen hier liegen. Jetzt in der Ecke sehen zum Beispiel die Experten natürlich, dass ich meinen 3D-Drucker jetzt hier stehen habe. Das Ganze ist natürlich im Winter nicht so möglich, das weiß ich auch. Und auch wegen den Temperaturschwankungen und so weiter und so fort. Aber trotzdem will ich es einfach mal ausprobieren, weil immer dafür extra nach Hause zu fahren zu meinen Eltern und um was zu drucken, nervt mich halt auch extrem. Das heißt, ich kann mich nicht richtig auslassen, was das Ganze angeht. Deswegen ist das Ganze jetzt hier. Ich habe meine kleine Werkelecke jetzt sozusagen ein bisschen hier eingerichtet, einen Lötkolben und so weiter und so fort, dass ich hier meinen Smart Van Bestandteile zusammenbauen kann. Also falls ihr da Interesse habt, schreibt mir einfach gerne per Instagram oder auch gerne per E-Mail. Und ja, ich würde sagen, wir sind äußerst zufrieden, was das Ganze angeht. Und ihr könnt ja eure Meinung gerne mal unten in den Kommentaren dalassen. Für den 3D-Drucker übrigens werde ich wahrscheinlich noch ein Gehäuse bauen. Allerdings sieht das so schon mal sehr, sehr cool aus. Ich wollte das schon mal hier haben. Momentan ist es sehr, sehr warm. Das heißt, ich kann den Drucker jetzt auch sehr, sehr gut hier drin verwenden. Zumindest gehe ich davon mal stark aus. Einen Testdruck habe ich noch nicht gemacht. Werde ich heute Nacht natürlich mal anschmeißen. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben und lasst gerne ein Abo da, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!